Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Natürlich 4. Wir sind wieder da bei GTA 4 und das ist jetzt die erste Folge aufgenommen aus der neuen Wohnung. Und ich hatte es ja bereits angekündigt, jetzt in den nächsten Tagen werden die Folgen wieder etwas regelmäßiger. Es pendelt sich so langsam alles ein. Die Aufnahmekammer ist soweit zumindest fertig. Das heißt, es fehlen nur noch ein paar Details, bis das dann hier alles endlich fertig ist. Und aber aufnehmen geht schon, wie ihr merkt. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Hitze hier drin ist. Ich hoffe, ich schmilze nicht dahin. Naja, wir schauen einfach mal. Was haben wir eigentlich beim letzten Mal GTA 4 gemacht? Die letzte Folge ist ja schon ein paar Tage her. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Wollten wir irgendwo hin? Wollten wir irgendwas machen? Ich glaube, wir wollten dieses Attentat hier machen, ne? Also zu diesem Auftraggeber hin, ne? Ich glaube... Oh, warte mal, wir haben eine SMS von Bernie bekommen. Nico, ich bekomme eine Panikattacke. Triff mich am Pier. 45, Love, Bernie, XXX. Ach ja, der gute Bernie. Der Vater von Curry. Die alte Schwuppe. Okay, ich hier... Alter, wie viele Autos kommen denn da noch? Ich muss da mal lang. Hallo. Hier, diese Lücke werde ich nutzen. Nein, werde ich nicht nutzen. Taxi, natürlich. Wer oder was auch sonst. Sondern pesen wir mal los. Boah, endlich mal wieder was zocken, Alter. Das ist echt übel gewesen. Jetzt fast 2 Wochen lang. Nur Wohnung renovieren, hier machen, da tun und hier tun. Boah. Aber jetzt endlich wieder. Los geht's. Yippie. Hui. Boah. Mami. Boah, ich hoffe, ich kann das überhaupt noch alles. Wir müssen aber auf jeden Fall hier lang. Warte, da. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das mit der Akustik alles so funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung, das ist die allererste Folge. Ich habe vorhin schon das Loot Chest Ultimate Unboxing aufgenommen. Da ist das ja mit dem Sound noch ein bisschen anders, aber hier jetzt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, das hallt nicht zu sehr. Aber eigentlich kann hier gar nichts hallen, so eng wie das hier ist. Und ich warte mit dem finalen Let's Show der Kamera dann auf jeden Fall noch, bis die Türen da sind. Also bis die Tür da ist mit den Lüftern und so, damit ich euch das alles mal zeigen kann. Ach nee, hier waren wir ja sogar schon mal. Stimmt, ich erinnere mich. Naja. Machen wir halt nochmal drauf geschissen. Migration Control. Guten Abend. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Okay, on top of the Booth Tunnel. Begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Okay. Wird erledigt. Alter! Boah, die haben den armen Mann überfahren, Mann. Finde ich nicht gut. Also sowas kann ich... Oh, sowas kann ich ja gar nicht leiden, weißt du? Arme Zivilisten überfahren. Wer macht denn sowas? Also ich ja nicht. So. Okay, dann fahren wir mal los. Wir müssen zum Booth-Tunnel. Booth, Alter. Booth-Chakalaka. Okay, warte. Ich glaube hier rum, genau. Und wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass wir für den schon mal eine Mission gemacht haben. Ich weiß noch nicht mehr, was wir da genau gemacht hatten. Keine Ahnung. Findet sich überhalb der Einfahrt zum Booth-Tunnel. Schalte den Zielperson aus, bevor sie entkommt. Was? Wo denn? Na toll. Super. Stimmt, der hat ja gesagt, überhalb, ne? Ja. Hat Tupi wieder nicht zugehört. Gucken, ob wir den von hier aus treffen. Ich weiß es nicht. Einen Snipe haben wir nicht, ne? Ne. Fuck, Mann. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Oder? Ach doch, warte mal, da sind doch Leute. Okay, wir haben ihn. Sehr gut, wir haben es geschafft. Tschüss. Ich würde gerne wegrennen. Oder wir holen uns den Heli. Dankeschön, Bro. Aber ich würde gerne den Helikopter klauen, warte mal. Ach, das geht sogar. Geile Scheiße. Ey, danke. Tschö. Ein Helikopter. Geil. Nee, echt, ist echt geil. Finde ich cool. Wir flattern mit einem Helikopter. Mann, die Tür zu, Nico. Das zieht man.
Wieso bin ich so seitlich? Ah, er geht zu, okay. Also Nico hat sie, glaube ich, gerade zugemacht. Da können wir jetzt zu unserem nächsten Ort fliegen, oder? Wir fliegen auf das Hochhaus da oben. Wäre auch irgendwie lustig, ne? Einfach da oben hochgeflogen und fertig ist die Lauge. Das ist das Höchste. Das Höchste ist da hinten das mit der Spitze, genau. Das sieht schon geil aus. Alter, jetzt ruft Dimitri an, Mann. Okay, warte. Wir gehen ran. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contracts. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Ah, der Dimitri, das ist eine kleine linke Ratte, ist das. Ich dachte damals, Flat wäre das Problem. Aber der war es nicht. Die Flat war nämlich einfach kündbar. Was? Keine Ahnung, aber sieht schon geil aus, ne? Hier oben einfach so stehen und einfach mal seine Base chillen. Ist schon geil. Ich würde gerne runterspringen, aber wir haben keinen Fallschirm. Deswegen lassen wir die Geschichte mal. Ich glaube, man kann nicht, ne? Man kann nicht so weit springen, dass man da hinten im Wasser landet. Nee, dafür ist es nicht hoch genug. Warte. Nein, wir fallen. Hilfe. Okay. So. Wo fahren wir denn hin? Fahren wir zu Bernie? Also fliegen. Bernie oder Francis? Oder da oben ist noch ein J. Jimmy Pegorino. Wollen wir da mal hinfliegen? Nee, wir machen erstmal Bernie. Bernie hat Vorrang vor allem. Es ist so schade, dass es hier keine Flugzeuge gibt. Und ich hätte mal wieder richtig Bock auf GTA 5, muss ich ehrlich sagen. Boah. Also ich hätte da mal wieder richtig Bock drauf. Jetzt, wo das alles hier läuft, bin ich auf jeden Fall demnächst mal wieder bei GTA Online dabei. Bei den Jungs, die haben eine Aufnahmesession gestartet. Da bin ich auf jeden Fall demnächst mal wieder am Start. Und guck mal wieder rein, ob ich dafür immer dabei sein werde. Also dauerhaft weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Aber so ein, zwei Folgen. Ach, da unten sind wir doch schon. Also ein, zwei Folgen kann man da ruhig mal wieder mitmachen. So, da unten müssen wir hin, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, ich brauche den Heli nicht mehr. Oh, warte mal, da ist noch ein Heli. Komm, wir machen Heli-Ram. Gucken wir mal, den kriegen. Dich hole ich. Oh, Moment. Was macht der denn da? Hey, Bro. Ich will nur reden. Alter, nein, ich stürz ab. Dich mache ich kalt. Das ist mein Himmel. Und mein Pimmel. Was? Wo sind wir jetzt? Hallo? Hey, so fliegt der so hoch. Hey, Kollege. Jetzt schau mal dein Gesicht mal an. Wo will denn der hin? Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja. Da, jetzt bleibt er stehen, guck. Hi. Ich bin's wieder. Alter. Warte. Guck mal. Das macht irgendwie Spaß. Jetzt fliegt er noch höher, oder was? Ey, wir sind höher als das Flugzeug da hinten. Jetzt übertreib's mal nicht, Kollege. Kollege Schnurschuhmann. Die Bucke ist auch gerade geil dazu, ne? Oh yeah. Yeah. Alter, jetzt schütze ab. Nein! Der Opeki ruft an. Nee, ich kann nicht. Jetzt hab ich Ja gedrückt. Scheiße, Mann. Müssen wir Peggy abholen. Aber erst muss ich meine Mission beenden. Ich muss diesen Helikopter vom Himmel holen. Ich werde dich kriegen, Bro. Na, komm her. Oh, guck mal, geil. Cockpit-Perspektive. Geht der nicht kaputt, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso geht der denn nicht kaputt? Dann muss ich ihn aber auch einfach nur einmal richtig treffen. Warte. Warte. Yo!
Er ist immer noch nicht kaputt. Das muss ein Helikopter von Nokia sein, glaube ich. Ist im gleichen Material geschnitzt wie ein altes Nokia-Handy. Nokia. Warte. Bums. Ah. Es wird. Aber warum piepsen wir jetzt und ihr nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Warte, hoch. Oh. Ja, ich würde sagen, Freunde, es war ein schönes Leben. Penis. Alter. Jetzt mal ernsthaft, was war das bitte für ein Helikopter, den der da hat? Ich glaube, das war tatsächlich einer von Nokia. Boah. Okay. Wir sind tot. Nee, jetzt mal ernsthaft, was war denn das jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Aber jetzt hat sich das mit Packy wenigstens erledigt, oder? Nee, der will immer noch, dass wir einen saufen gehen. Ich will aber nicht. Naja, gut. Oh, um das Taxi hier mal rufen. Ah ja, ich weiß. Komm her. Fahr mich mal rüber da, Junge. Dann gehen wir jetzt eben noch einen saufen. Ja, ja, danke. Lass mich raus hier jetzt, Mann. Verpiss dich. So, wir brauchen ein Auto. Ich habe schon eins gefunden, Becky. Schmeiß ich die fette Alte mal da raus und dann... Wo geht man denn hin? Gehen wir mal ordentlich einen hebeln, wa? Moin. Nico, boy, how's it going? What's happening with you? This and that, you know. Trying to make ends meet. Aren't we all, Nico? Aren't we all? Well, sometimes we're trying to keep our heads above the water, other times we're trying to drown ourselves in it. You feel that way? You ever feel that need to obliterate yourself? Maybe sometimes. I mainly try to focus my need to destroy things onto other people. That's because you ain't Irish. If an Irishman ain't beating himself up, he's beating up his family. With me, it's myself. My pa was different. It's this fucking job that's screwing me at the moment. I can't go out and look for chicks without it. But once I'm out, I'm in the can most of the night doing rails. After that, there ain't a chance in hell of me being able to get hard. It's a fucking catch-22. I gotta cut down on this shit. That might be a good idea, man. Ja, das stimmt. Das ist bestimmt eine super Idee. So. Haben wir hier geparkt? So. Okay, wir sind da, Peggy. Dann gehen wir jetzt mal ordentlich einen saufen, danach machen wir noch auf jeden Fall noch die Bernie-Mission. Da habe ich richtig Bock drauf. Oder gerade einer Scheiße gesagt. Das stimmt, wir sind ja im bayerischen Biergarten hier. Oder? Ne, da steht gar nichts von Bayern. Okay. Das sieht halt so aus, so ein bisschen, ne? So, da hätte ich gerne mal Bier, wie wir einen saufen hier. Mal ein Scheißstuhl ist immer. Hey, Becky, was machst du denn da? Geh weg. Ich will... was? Ich hätte gern noch einen. Ich hätte gern noch einen. Gib mir noch einen. Ja, da. Oh, Becky, ich bin auf einmal da. Auf einmal sind meine Beine breit. Okay, wir gehen mal rückwärts. Okay. So, er geht jetzt erstmal schlafen. Oh. Oh, erstmal. Ja, schönes Kissen, Nico, genau. Deine Begleitung wurde verletzt? Ja, was haben die mit Packy da drin gemacht? Habt ihr den gegessen, oder? Du hast Packy getötet. Du elender Bastard. Du tust keinem mehr was zuleide. So. Haben wir gerade bei ihm noch schnell Packy gerecht und dann können wir wegfahren, wa? Der Alkohol ist raus aus unserem Körper. So. Oh, da hinten sind die Cops. Ich hoffe, die suchen mich nicht. Oh, ich glaube nicht. Ich habe nichts Schlimmes getan. Ich habe nur jemanden getötet. Nachdem ich gesehen habe, wie er auch jemanden getötet hat. Achtung, Auto! Ja. Sorry, aber das ist unverantwortungslos gewesen. Da konnte ich jetzt nichts für.
Okay, haben wir irgendwo ein Taxi? Sag mal, was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Muss ich mal so offen und ehrlich sagen, ja. Haben die Cops wahrscheinlich auch gerade gemerkt. Oh, der hat ja gar nichts gemacht. Alter, schöner Schlitten. Okay, Taxi haben wir hier scheinbar nicht. Dann müssen wir halt so rüberfahren. Vorsicht. Ja, Geld abheben ist schwierig, ne? Das ist wie in Griechenland, genauso gefährlich. So, also fahren wir wieder zum guten Bernie. Gucken wir mal gerade auf die Folgenlänge. Oh, das passt noch. Die Mission machen wir, denke ich, heute auf jeden Fall noch. Gab ja jetzt die letzten Tage länger keine Folge, deshalb gibt es jetzt die ersten Folgen von den ganzen Let's Plays, sind alle so ein bisschen länger. So als kleine Entschädigung, als kleines Entschuldigung dafür, dass es so lange keine Folgen gab. Obwohl ich ja eigentlich noch voll den Plan gepostet habe, wie ich das alles machen will, und dann ging es auf einmal trotzdem nicht. Das ging dann mit dem Umzug doch ein bisschen schneller als erwartet alles. Und plötzlich war der PC abgeklemmt, stand schon verpackt in der Ecke und dann, ja, pam. Hast du das Problem. So, du benutzt drei Spuren oder was? Finde ich nicht gut. Oh, Peggy ruft an. Hey, man. I'm discharging myself from hospital. Can you give me a lift? Okay, man. Na gut. Thanks, Nico. You're a savior. I'll wait. Toll, jetzt können wir Peggy auch noch abholen, Mann. Gut, damit hat sich das mit Bernie heute erledigt. Dann holen wir halt nur Peggy. Weil den müssen wir wahrscheinlich wieder nach Hause gurken, ne? Ich denke, es wird nicht nur beim Abholen bleiben. Naja. Auch nicht schlecht. Soll ich mal durchquetschen gerade? Dankeschön. Ich glaube, das Krankenhaus ist sogar hier irgendwo. Das ist nicht links, sogar hier das Gebäude genau schon ist. Und dann da vorne ist quasi die Entlassungsstation. Hallo, Peggy. Aber dafür, dass er tot war, sieht er wieder ganz gut aus. Alter, wie sieht der denn aus? Guck mal. Was hat der denn an? Alright, Nico, we're good to go. Take me back to the house. Jo, mach ich doch direkt. Ich hab ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun. As long as I don't think about things, fantastic. Sometimes I think that is true for all of us. Sure, I reckon it is. Maybe that's why the world is divided into the drunk and the miserable. Maybe. Although my dad was both drunk and miserable. Right fucking idiot. I'm sorry about that. He messed the whole fucking family up, I reckon. I used to think I loved him, then I realized I hated him. Drunken bastard, fuck him. Has he been dead long? Yes, but not long enough. I wish he'd been drowned at birth, got rid of the lot of us. You're not very cheerful today. No. I'm sorry. Happy thoughts, puppies, and little girls smiling, and clowns, and all that shit. Oh ja, der Peggy ist wirklich nicht so gut drauf. Aber gut, was willst du auch machen, ne? Ich meine, er war tot. Jetzt lebt er plötzlich wieder. Das ohne Krankenwagen, das ist schon krass. So, da drüben ist der Clock Tower, wir haben 10:30. Ja, sorry, aber was so blöd ist. Alter, was machen die denn hier? Also, was geht denn ab? Die fahren gerade mal alle, wie sie wollen, ey. Richtige Hakimulas. So, hier rechts runter, bitte. Schön, ja, ich arbeite hier auch gerade. I only do my job. Oh, einmal durch hier, dankeschön. Oh, oh. Lieber Peggy, ich glaube, bevor du gleich nochmal stirbst, wir müssen das Auto mal wechseln. Behalt's mal ein bisschen im Blick. Aber gesund sieht's nicht aus. Naja, mal gucken. Vielleicht. Ah, ist ja gleich da vorne, das reicht noch. Dann stelle ich ihm einfach in den Vorgarten und dann fackelt der ganze Vorgarten ab. Aber ist ja nicht schlimm. So. Good to see you, Nico. Give me a call. Bitteschön. So, ich brauche ein Taxi. Irgendwie, irgendwoher. Haben wir hier... Ah, Alter. Ja, fahr mich halt um. Oh, guck mal hier, Taxi. Hey. Bleib doch mal stehen, du Penner. Willst du nichts verdienen, oder was? Yo. Bitte zu Bernie.
Am Pier 45. Oder Pier 69, keine Ahnung, was weiß ich. Dankeschön. Pisser. Der Kackwurst. So, hier ist Pier 45, das ist scheinbar so eine. Ist das so ein Schwulenlokal oder was? Weg. Weiß ich nicht, was das hier ist. Oh, da gibt's Hot Dogs. Moment. Ich hätte gerne einen Hotdog. Hier sind Nüsse. Was? Gib mir deine Nüsse, Mann. Ja, gut Preise, danke schön. Thanks for your bike. So, ist er vorne am Pier oder oben? Das ist jetzt noch die Frage, aber ich glaube, er ist vorne. Also sieht geil aus hier, ne? Wenn ich da schön hinhox abends, schön was essen, sieht doch geil aus. Richtig cool. So, da vorne ist es. Oh, schön. Richtig nice. So, gucken wir mal, was der gute Bernie von uns will. What's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god. You're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Oh. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me. Come on. Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Head out to sea, sailor. Ich mag den irgendwie, keine Ahnung. Fragt mich nicht warum, aber ich finde Bernie cool. Okay, rüber zu Firefly Island. Das ist bekanntlich diese Insel, wo die Freiheitsstatue steht. Oder die Statue of Liberty, besser gesagt. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. Cool, endlich mal ein geiles Lied im Radio. Wobei auf unserem Lieblingssender laufen natürlich nur die Besten. Ach ja, es ist gar nicht die Insel, okay. Dachte, das wäre die Insel, wo die Statue of Liberty steht. Weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Na, ist egal. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Perfect, sweetie. Let's stop. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that. Not so cute. Rouge-ni Rusi! Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Boah. Was? Do that to us. Erlege Dimitris Männer? Boah, der Penner. Der hat schon wieder Leute auf uns angesetzt, der Pisser. People are after me,
and I have to stay alert. You, Bert, are in this too. Let them keep your eyes open. They're wide open, sweetie. I'm focused. 100%. Let's get them. So, aber er kann nicht schießen, oder was? Ah, jetzt wollte ich ja auch so rumfahren können. Hey, wie kann der mit dem Boot so stark lenken? Das geht doch gar nicht. Alter. Also. Also, ich glaube. Liebe Freunde, ich glaube, diese Mission ist gescheitert. Ganz großes Kino, ey. Oh Mann. Naja, egal. Gut, wir wissen jetzt, was uns erwartet. Ich werde bei der nächsten Folge dann, dass wir die Mission weiterspielen können, bis dorthin vorspielen. Und dann geht's weiter. Und dann versuchen wir, Dimitris Männern in den Arsch zu treten. In der nächsten Folge von Let's Play GTA 4. Bis dahin. Haut rein. Ja, eine weitere Folge von Let's Play GTA 4 ist zu Ende. Die erste seit längerem wieder nach dem Umzug. Und es war ganz cool, ne? Ein bisschen Überlänge hatten wir gehabt. Morgen die Folge ist dann wieder regulär 20 Minuten lang. Und naja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch morgen wieder mit dabei seid, wenn wir dann die Männer von Dimitri auf hoher See jagen. Bis dahin.